Rund 200 Menschen haben in Piräus gegen die Vorgehensweise der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und der griechischen Küstenwache demonstriert. Sie werfen den Diensten vor, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben, um das später vor der Halbinsel Peloponnes gesunkene Fischerboot in Sicherheit zu bringen. 78 Leichen wurden gefunden und 104 Menschen gerettet. Doch es wird befürchtet, dass viele weitere ums Leben gekommen sind. Unbestätigten Berichten zufolge könnten sich bis zu 750 Personen an Bord befunden haben, die von Libyen aus über das Mittelmeer nach Italien gelangen wollten. Ein Frontex-Überwachungsflugzeug hatte das Schiff entdeckt. Die griechische Küstenwache meldete, dass der Versuch, das überfüllte Fischerboot in Sicherheit zu bringen, von den Menschen an Bord abgelehnt worden sei, weil sie nach Italien weiterfahren wollten. Ein Sprecher der griechischen Übergangsregierung sagte, ein Schiff, auf dem sich so viele Personen aufhielten, könne man nicht unter Zwang abschleppen.